Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu den Birdo Adventures. Ich weiß nicht warum, aber wir haben in der letzten Folge über mein Polizeidebakel geredet und haben hier einen wunderschönen, tolligen Bosskampf. Leider habe ich jetzt ein bisschen ist jetzt auch ein bisschen gecheatet von mir tatsächlich, ne? Voreilig mein Powerabfall. Habt ihr das gerade gehört? Ich kann ihr Schaden zufügen oder... Ach nee, wahrscheinlich ist das... Ist ihr... Schadensbarometer... An... Die... Positionierung gekoppelt. Ne? Also quasi umso weiter ich laufe, umso mehr... Sie nimmt dann einfach automatisch Schaden. Ja, man könnte hier wirklich überlegen... Mal gucken, passiert das jetzt... Ja, es passiert an derselben Stelle. Man könnte hier wirklich überlegen... wahrscheinlich ist da irgendwie so eine, wow, so eine unsichtbare Wand und die macht dir irgendwie Schaden oder so. Also ich frage mich gerade, wie man das ins Spiel wirklich integrieren kann, so rein physisch. Man könnte jetzt sagen, ja, hey, du cheatest ja irgendwie, weil Power-Ups und so weiter. Ja, aber auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie Allahu Akbarianisch das noch wird. Von daher, ich ziehe das einfach durch. Habt ihr jetzt, wie gesagt, auch die, ja, seht ihr, nee, wollte eigentlich da das Power-Up nehmen. Die Problematik... dass ich viele Teile des Levels vergessen habe. Deswegen mache ich mir jetzt schon mal wieder Gedanken darüber, wie ich dann überhaupt das Level bewerten kann. Aber okay, mal schauen, dass wir überhaupt mal dann irgendwann das Ende erreichen. Ja, seht ihr, das ist einfach... Ich meine, das ist komisch. Man hat es die ersten Versuche wieder besser gemacht. Man ja, muss einfach gut teilweise wieder nicht springen. Man muss natürlich, einfach zwischendurch mal so ein bisschen innehalten hier beispielsweise. Dann genau, hat sie so einen Schlenker. Ne, es bringt eigentlich nichts, weil die Bitch immer zentral ist. Also es ist einer der schlimmsten Gegner aus Super Mario World. Und vielleicht Bros. Ich weiß nicht, ob die da waren in World auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch die Wolke, die von oben so ein bisschen was wirft. Aber das geht, ne? Das geht. Aber die und der Kugelfisch, der auch zentral unten ist, aber der ist halt unten. Dann musst du halt schauen, dass du nicht runterfällst und so weiter. Dass du nicht tief unten bist, aber die hier, die ist halt in der Mitte. Wobei das ist, die ist halt in der Mitte. Ich glaube, es gibt auch, die normalen sind eher so oberhalb oder so, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Guck, ich brauche die Power-Ups. Also jetzt bin ich wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich mich nicht mehr für die Power-Ups schäme. Das ist einfach zu nervig, muss ich sagen. So. Oh, wow. Ja, das ist ja, ne? Weil sie mir bisher noch keinen Schaden zugefügt hat und so weiter. Oder ich muss hier mehr Schlenker machen. Ja, vielleicht bin ich auch, ja, einfach noch ein bisschen zu doof. Guck mal. Da habe ich es geschafft. Ja, und jetzt? Erzähl mal. Klärchen, Bärchen, erzähl mal, was du willst. Eigentlich müsste ich Peachy Weechy sagen, ne? Ha. Sie ist... Irgendwie ist sie noch am Leben und ich weiß nicht warum. Irgendwas ist da jetzt gerade mächtig schief gegangen, oder? Ich meine ja, es verstanden zu haben und dass man ihr nicht auf ihre unsichtbare Haarsträhne kloppen muss, sondern dass sie von alleine Schaden nimmt und so weiter. Der Schlüssel löst sich hier auf. Ne? Das heißt, es kann kein Gegenstand zum Attackieren sein. Das ist natürlich jetzt... Ja, genau. Ja, genau. Da hat mich ihr Diadem verletzt oder wie auch immer ihr das Teil da nennt. Hat Peach eine Krone auf oder ist das anderes Mädchen-Accessoire? Also Prinzessinnen-Accessoire. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, das ist einfach frustrierend. Da hat man dann natürlich umso weniger Bock, dann das, was schon anstrengend war, dann nochmal zu machen, wenn man überhaupt gar nicht, ja, da hätte ich noch ein bisschen schlenky machen müssen, schätzungsweise. Wenn man überhaupt gar nicht weiß, warum, ja. Vielleicht ist sie nicht in ihre, einfach da lang raufgetreten, wo sie hätte rauftreten müssen oder so. Ja, das ist sehr traurig einfach, ne. Wenn dann natürlich dieser gut wirkende, einzigartige Boss schlecht konzipiert wurde, habe ich dann natürlich dann auch, muss ich Kraft meines Amtes bei der Macht von Grayskull und Triton, von Ariel, die Meerjungfrau, ne, da muss ich dann auch einfach sagen, okay, Punkte müssen leider
Abgezogen. Ja, guck. Okay, gut. Das hat jetzt irgendwie getroffen. Man hätte eigentlich auch beim Hinfliegen passieren müssen, oder? Tja. Ja, gut. Also, ich versuche jetzt mal hier vielleicht nochmal, sie wirklich darauf zu achten. Wie auch immer ich das machen soll. Ich weiß doch selber nicht, wo ihre verletzlichen Punkte sind. In welche Bande sie denn krachen muss. Aber ich werde einfach nochmal bewusst versuchen, sie irgendwo reinzulenken, von wo ich denke, dass sie da reingeballert werden muss. Tja. Aller guten Dinge sind drei. Ich weiß es nicht. Man lädt ja auch so oft und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel. Zweimal vielleicht? Das ist das erste Mal. Ja. Also wird das nächste Mal etwas weiter weg sein. Tja. Fühlt auch teilweise ein bisschen zufällig, oder? Wie sie mich da trifft. Nee, da nicht. Oder doch? War da gerade was? Wenn ich natürlich drüber rede. Wenn ich es nicht höre. Das zweite Mal? Wieso war das jetzt da hinten? Oder hat das was mit der Zeit zu tun? Ja, ich weiß nicht, wie man das konzipieren soll, wenn es per se keine Zeitvorgabe gibt. Aber vielleicht läuft ja im Hintergrund eine für sie ab. Nee, Mädchen altern schneller als Jungs null. Nee, das ist jetzt, das ist eine Aussage vielleicht durch das ganze Make-up, ja. Dass sie älter wirken. Das ist so ironisch, ja. Junge Mädchen tragen Make-up auf, um älter zu wirken. Dieses Make-up verältert sie auch. Lässt sie ältern, so. Das klingt angenehmer, das so zu sagen. Also, korrekter, deutsch korrekter. Und dann erreichen sie irgendwann den Punkt, wo sie, ja, zu alt sind und durch das viele Make-up vielleicht auch schneller älter geworden sind, als sie wollten. Und dann tragen sie wieder Make-up auf, um jünger zu wirken. Ist irgendwie, ja, schon absurd, oder? Aber okay, ja. Oh, das wollte ich jetzt nicht, aber... Tja, weißt du... Nein, ich will doch auf diese Holocaust-Kiste, Mann. Oder ja, vielleicht sind die Boxen der Schlüssel zum Sieg oder so, dass du, wollte ich auch nicht. Dieser unabsichtliche Wandsprung. Ja. Dass ich sie da, aber die kommt ja nicht hoch. Soll ich jetzt hier dafür sorgen, dass sie mittig alle Boxen trifft oder was? Das macht doch aber alles überhaupt gar keinen Sinn. It macht nur... Oh, da hätte ich ja... Die wäre vielleicht über mich geflogen, ne? Ja. So dumm, ey. Ich sage euch, irgendwo... Ich muss sie in irgendeine unsichtbare Ecke manövrieren, von der ich nicht weiß, wo sie ist. Ach so, das ist natürlich... Das können wir auch machen, ja. Wir können aber tatsächlich, glaube ich, auch einfach mal nachgucken. Ja, fick dich, ganz ehrlich. Haha, stellt euch vor, es gibt, außer mir gab es nur eine einzige Person, die das aufgenommen hat. Und zwar dachte ich mir erst so, okay, das Video, oh, ich muss hier erstmal leiser machen. Ist natürlich, ne, jetzt habe ich hier so 5 Minuten in Stille gehaust, jetzt kommt einem wieder alles lauter vor. Das Video ging so eine Stunde, da dachte ich, ja geil, wieder so ein Pro-Gamer, der da den ganzen Hack in einer Stunde beendet. Aber nein, stellt euch mal vor, wo diese Stunde, wo das Video aufgehört hat. Genau hier. Die Person hat dann wirklich in einer halben Stunde oder so hier versucht, ja, auch weiterzukommen. Sie hat es nicht geschafft. Sie musste die Folge einfach beenden. Ja, der Hack ist ziemlich neu. Ich meine, der wurde 348 Mal, aktueller Standpunkt, 17.01. kurz vor 14 Uhr, 340 Mal oder so runtergeladen. Man müsste meinen, es gibt natürlich immer wenig Leute, die kommentieren, aber man müsste meinen, irgendeine Missgeburt hat diese Person mal darauf aufmerksam gemacht. Leute, wir haben jetzt hier Prämie, würde ich sagen. Fucking Prämie. Ich meine, dass es offensichtlich ist, was man hier tun muss. Man hört, ich bin gleich, wenn das passiert, dann nochmal ganz kurz leise, falls ihr so Summe keinen Grund noch nicht mitbekommen habt. Achtung, Achtung. Okay. Seht ihr? Das ist das Problem. Es passiert nicht immer.
Aber ja, der Sinn und Zweck dieses Levels, dieses Bosskampfes, ist es, diese... diese Person in bestimmte Triggerpunkte zu lösen. Man müsste meinen, dass das automatisch passieren sollte. Weil du keinen großen Einfluss auf sie hast, aber ja. Ja, es ist entweder ultra präzise oder es ist schlichtweg wirklich kaputt und wir können es nicht ändern. Dementsprechend sage ich mal, wir versuchen das hier noch eine Weile. Mal gucken, ist hier der Triggerpunkt? Nein. Im besten Fall sind es 3. Aber das ist ja auch nicht so lang. Aber einen Drehsprung ab und zu hier zu machen, ist wirklich echt gut. So, jetzt war... ja, aber der ist ja irgendwie immer woanders, oder? War der nicht stellenweise hier in der Mitte? Oder willst du echt, dass ich zurückspringe? Ja, spätestens hier bin ich doch gefickt, oder? Na, wobei... Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal speichern soll. Weil nicht, dass sie, dass der dann wirklich einen Rückweg verlangt. Ja, wir versuchen mal jetzt am besten keinen Schaden zu nehmen. Ja, ich werde das jetzt noch diese Folge versuchen. Und es wäre wirklich ein Highlight hier, aber ja, eines, welches ich gerne verhindern wollen möchte, aber sollten wir in dieser Folge keine Lösung finden, so wird dieser Hack tatsächlich pausiert werden müssen. Und dann hoffen wir mal, dass, sollte ein Update rauskommen, das ist nicht ungewöhnlich, das machen die gut und gerne mal, dass dieses Update dann meinen Spielstand übernimmt. Wobei ich habe da Zweifel. Es könnte sein, dass ich dann, dass ich wieder hier hinspielen muss. Ja, das, ja. Wir kennen mich, schätzungsweise. Ja, ich werde es wohl tun, aber ja, das bedeutet dann, dass es wahrscheinlich dann noch länger dauern wird, bis ich da wieder zurückkehre. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge tatsächlich einen anderen Hack spielen. Eieiei. Man hört immer wieder hier und da, dass Sachen gefixt werden. Man schaut sich gerne dann das auch so an. Ich habe schon den einen oder anderen Hack runtergeladen, wo das dann so steht. Update 5.80 oder so. Dies Level und jenes wurde leichter oder schwerer gemacht oder so. Aber das ist mir persönlich selber noch nie passiert, muss ich sagen. Aha, da ist er. Da ist er. Da ist er. Guck. Na? Na? Hä? Hallo? Ich hab das mir doch gerade nicht eingebildet, oder? Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dass der so weit am Anfang ist. Oder ist das zufällig? Ist das jetzt quasi die 1 und die 1 hat sich verschoben? Ich wollte ihn nämlich gerade angeben und da ist er. Okay, okay, jetzt speichere ich. Ja gut, jetzt muss ich es durchziehen. Jetzt muss ich es durchziehen. Ich weiß ja nicht wie. Aber ich muss es durchziehen. Ja, ich bin einfach der Meister der Bugs. Der Buglöser. Ich sag nur C12, da hatten wir auch mal so ein Ding. Wo, ja, ihr kennt das, ne? CD zerkratzt, CD sauber machen oder... der Kratzer bezieht sich nur auf eine bestimmte Stelle des Spiels oder so. Da bin ich sehr hartnäckig, muss ich sagen. Da bin ich sehr hartnäckig und versuche immer mein Bestes zu tun, um die Spiele zu retten. Und ich meine, dass ich es jetzt wahrscheinlich geschafft habe. Wenn es sich... ja, jetzt muss ich natürlich die Auschwitz-Schablone nur noch ins Ziel bringen. Und damit meine ich Peach. Wenn es sich nur um 3 Hits handelt. Ja, Leute, da muss ich jetzt natürlich Kraft meines Amtes sehr, sehr viele Save-States machen. Und ich hatte am Anfang ein schlechtes Gewissen und meinte so, naja, vielleicht sollte ich auf die Power-Ups verzichten und dann passiert einfach die Scheiße. Aber Moment jetzt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir die anderen Hitboxen mitgenommen haben. Aber die haben, meist haben die eigentlich immer gut von selber funktioniert. Wir schauen einfach mal. Wir gehen mal ganz nach hinten. Und ich speichere jetzt erstmal nicht. Für den Fall, dass ich was falsch gehe. Ja. Weil wir kommen nicht so leicht zurück. Eieiei, ey. Eieiei, ei, 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 ei.
Hat sie hinten eines nicht mitgenommen, ja. Das ist jetzt extrem unangenehm. Da hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Fuck. Weil dann haben wir auch noch diese Al-Alau-Akbarianische Auschwitz-Iritäre das Problem, dass ich keine Leben habe. Wie kann sowas passieren? Also das, ja. Ja. Damit, wir müssen da jetzt durch. Aber ich... Nee, ich habe gerade überlegt. Ein Level, zwei. Ich müsste... Es ist auf so vielen Ebenen falsch. Warum konnte das jetzt nicht beispielsweise eine Stelle sein, wo das Spiel dann vor diesem Level gespeichert hat oder so? Ich versuche doch jetzt wirklich mein Bestes zu geben und als Strafe... Soll ich jetzt noch 8 Level nachspielen oder was? Weil ich rein zufällig kein Leben habe. Um nochmal komplett da. Jetzt ist irgendwo in der Mitte. Irgendwo in der Mitte fehlt jetzt... einen Triggerpunkt. Es fehlt in der Mitte ein Triggerpunkt. Und dieses verfickte Auschwitz-Level ist auch leider so konzipiert, dass ich da nicht wirklich... Ah doch, es geht. Okay, alles klar. Hier. Da, hinter den zwei Strichen. Da muss er sein. Blues Clues, blau und schlau. Finde den Pfotenabdruck. Finde die Triggerpunkte im Spiel. Ja, nicht die Sensibilitätspunkte auf dem Rücken deiner Freundin. Nein. Hier geht's darum, die sensiblen Stellen im Spiel zu finden. Eieiei. Okay, also es ist machbar. Es ist machbar. Muss nur... Ja, keine Ahnung. Ja, doch, man kommt rüber. Interessant. So. Ja, doch, hätte ich geschafft. Keine Ahnung, wieso der jetzt keinen großen Sprung gemacht hat. Ja, dann lass einfach da Schaden kassieren. Ja, so. Okay. Ja, habe ich jetzt... Ja. Ich habe gerade überlegt. Habe ich jetzt nicht... Nein. Pass auf. Jetzt müssen wir wieder zum Ende, ne? Jetzt müssen wir wieder zum Ende. Genau. Meine ich zumindest. Es können nicht mehr als 3 sein. Das wäre ja so absurd. Oder? Ja. Ihr habt das Spiel gerettet. Jawohl. Woo! Also Leute, da müssen die Daumen jetzt wirklich mal durch den Club gepfeffert werden, okay? Also, wirklich. Ah, es war so unnötig, aber auch gleichzeitig so geil. Ja. Wie gesagt, das erinnert mich so an damals. Bestes Beispiel. Gut, es hat eigentlich kein gutes Ende genommen gehabt, aber Final Fantasy 9, ja. Unsere CD war so zerkratzt, das war einmal kurz vor dem Absturz. Bevor sie in den Wald abgestürzt sind. Und... Ja, die sind abgestürzt und dann war der Bildschirm einfach schwarz. Manchmal habe ich es noch ein bisschen weiter geschafft, aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Aber es gab diese Beispiele, wo die CD wirklich immer an der einen Stelle abgekackt ist. Und ich habe sauber gemacht und versucht. Und irgendwann bin ich rüber, habe das Spiel gespeichert und dann lief es wieder. Ja, und so war das gerade. Ach, schön. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's wirklich für heute mit Let's Play Birdus Dingsbums Kackfick. Ja, wir brauchen jetzt mal eine Pause und ganz ehrlich, dieses Level muss jetzt eine 1 kriegen, weil es kaputt war. Eigentlich eine 0,5. Aber wir sind nie tiefer als 1 gegangen, muss ich sagen. Und ich fand den Boss an und für sich nett, also ja, geben wir extra Punkte und sagen eine 1. Dieses Level muss eine 1 kriegen. Weil ich es gerade so, auch nur weil ich, man muss erstmal darauf kommen. Man muss auch auf die Idee kommen, man muss über den Beckenrand schauen und auf die Idee kommen, okay, das Spiel hat jetzt einen Fehler. Wie ist das Level aufgebaut? Wie funktioniert das Level? Wie funktionieren die Hitboxen? Wie nimmt der Boss Schaden? Und dann, man muss da wirklich so viel nachdenken. Ich glaube nicht, dass wirklich jeder die Zeit und vor allem den IQ hat,
darauf zu kommen, ja. Von daher, dieses Level kriegt, und das ist, glaube ich, auch... Naja, nee, es gab in der Vergangenheit gab es schon Hexe, die, glaube ich, eine 1 bekommen haben, aber hier in diesem Let's Play jetzt bei Birdo ist es auch ein Highlight. Dieses Level hat jetzt von mir eine 1 bekommen, ja. Alter Verwalter. Also, was auch immer da am Ende für eine Punktzahl raus... Hat das Spiel jetzt eigentlich gespeichert? Ich weiß es nicht. Für eine Punktzahl bekommen wird... Es leidet, die Punktzahl leidet sehr unter diesem Level. Wir waren kurz davor, wir hätten das Let's Play fast abbrechen müssen, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann wären Updates gekommen, aber vielleicht hatten manche auch einfach Glück, ja. Aber warum, wir müssen uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Warum war das am Anfang? Warum hat Peach am Anfang Schaden genommen? Wie soll man dann bitte darauf kommen? Ja, und wie gesagt, googelt das selber. Stand 17.01., kurz nach 14 Uhr jetzt. Ich habe eine Person gefunden, fernab von mir. Es werden nur meine Videos angezeigt, was an und für sich cool ist und ein Highlight. Ich habe nur eine Person gefunden, die irgendwie auch Japanerin zu sein scheint oder so. Oder Japaner. Die hat es versucht und die hatte genau dasselbe Problem, ja. Also in dem Fall war ich schlauer als der Japaner. Ha! Yes! Ja, aber, ne? Das... Boah. Boah, das ist so ekelhaft. Ich bin auf der einen Seite bin ich stolz, auf der anderen Seite bin ich so, ja angeekelt. Ja, buff einfach. Ich bin fucking buff, ja. Ich würde sagen, wir buffen uns jetzt auch mal. Trinkt in der Werbepause eure Energy Drinks. Spritzt euch die Steroide. Und, ja, nein, macht das natürlich nicht. Macht das bitte nicht. Macht das bitte nicht. Da ist Kiffen bestimmt ein bisschen angenehmer oder so, ja. Und dann solltet ihr aber auch auf jeden Fall motivierter, motivierter, weil ihr nicht motiviert seid. Ihr solltet mit Motivation à la Virgil wieder beim nächsten Mal einschalten. Denn wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar tatsächlich noch mehr von diesem Gulasch, ja. Und da ich jetzt anscheinend der Einzige bin, der Videos drüber gemacht hat, werde ich auch der Einzige, definitiv der Erste sein, der euch da helfen kann. Ja, Leute, es wird in die Geschichte eingehen. Es werden Loch und Löcher, werden die Leute nach der Lösung suchen und schauen und sehen und staunen. Oh, der Junge hat es über diese Stelle geschafft. Wie hat er das geschafft, ja? Und dann werden aber viele nicht Deutsch können. Und dann werden sie, wird es spanische und französische und polnische Videos werden, die werden einfach meine Videos nehmen und es in alle Sprachen übersetzen. Ich werde in die Geschichte eingehen, ja? Als der Typ, der das Spiel, der das Rätsel gelöst hat. Scheiß mal auf Conan, scheiß mal auf Light Yagami, auf L. Ich habe das Mysterium, das allergrößte, das allerschwerste auf diesem Planeten gelöst, ja? Also darf ich mich schon mal so ein bisschen geil fühlen, oder? Holy shit, Mann. Holy fucking shit. Figgity fuck fuck, würde ich sagen. Ja, ich fuck jetzt mal raus. Verfickte Scheiße. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.